Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu Wrath of Heaven. Und ja, ich nehme das direkt jetzt nach dem letzten Part auf, direkt, also 10 Sekunden. Und ja, kann ich das noch nehmen? Nee, schade. Das will ich aber mal ausprobieren, so. So, genau. Und ja, wie gesagt, also wir waren ja beim letzten Mal, sind wir Ricky Maro begegnet, haben gegen ihn gekämpft. Aber wir haben ihn nicht gekillt. Und jetzt sollen wir halt einem religiösen Kult auf die Schliche kommen. Genau dasselbe, wie wir es mit Ricky Maro auch hatten. Ja, dann würde ich sagen, labern wir nicht länger rum, sondern starten wir einfach. Jo, Rendezvous mit Senkichi bei den Wasserfällen. Okay, und wir reisen ziemlich weit. Krass. There is no safe path. Oh Mann, okay. Buddha-Tempel. Ah, ja, ich erinnere mich. Das war so ein komisches Zombie-Level. Was? Oh, nee. Direkt ein Boss-Fight. Was soll das denn? Alter. Ah, den kenne ich doch noch. Von Ayame noch. Ah, wie soll ich denn das machen? Ah, oh. Oh Gott. Direkt ein Boss-Fight. Was ist das denn für ein Scheiß? So, und greif an. So. Und greif an. Greif an. Nein, doch nicht so! Shit! Ja, ist klar, Junge. Ist klar, Junge. So, und... Kann ich da irgendeine Combo mit dem machen? Ich glaube nicht. Oder? Nee, ich kann mit dem keine Combo machen. Das ist schade. So. Blasrohr. Und zack! So, jetzt bist du erstmal vergiftet, mein Freund. So, du bist vergiftet. Genau. Bams. Bams, bams, bams. Hau ihm auf die Fresse, Junge. Ich kann mit dem keine Kombos machen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ah, er hat mich wieder ge... Bin ich tot oder was? Nein, bitte nicht. Oh Gott. Drei. Oh mein Gott. Trink. Schneller. Oh. Das war knapp, Alter. Boah, scheiße. Oh Gott, ja, greif an. So, so und zack, nein. Oh Gott. Ich will meinen Blastrohr nicht für den verwenden. Nein. Oh. Nein, nicht so. Ah, Steuerung. Oh Mann. Oh Gott, lauf. Lauf. Uff. Oh, trink. Boah, ey. Scheiße. So. Ja, komm. Komm runter. Und zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, geschafft. Oh, geil. Geil. Okay. Boah. Tenchu kills Ganda. And he must now rendezvous with Senkichi by the waterfalls near the bottom of the Buddha Temple's garden. Ah, ich muss Senkichi treffen. Okay. Alles. Was ist das denn hier? Wie komme ich denn jetzt hier hin? Okay. Ah, ich kenne das Level noch. Hier waren Zombies. Ja, ja, ich erinnere mich. Oder auch nicht. Hä? Okay. Cool. Cool, dass wir jetzt mal hier oben anfangen. Oh, halt dich da fest. So, alles klar. Irgendwo hier muss doch der Gegner sein. Hm. Ja, wir sind ja hier in diesem Schloss. Genau. Oh. Hä? Okay. So, dann. Genau. Ja, kenne ich. Die Mucke. Wo ist denn der? Hier war doch eben einer, der hat rumgelabert. Hä? Dann geh halt runter. So. Ja, jetzt, wenn ich hier unten bin, kommt der, oder was? Ah, hier war der Bossfight. Ja, ja, okay, ich verstehe. Hier war der. Wo denn? Ah, hier draußen muss ich hier raus. Ah, ich muss hier raus, ja. Hier gibt's aber auch keinen, ne? Ne, hier ist keiner. Alles klar, dann gehen wir weiter. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tenchu Wrath of Heaven. Und mit der Story von Tenchu. Frage ist jetzt, wie komme ich hier raus? Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus, oder was? Hä? Warum komme ich hier nicht raus?
Hallo, was soll das? Was zur Hölle soll das? Ah, da oben. So. Und komme ich da hoch? Nee, komme ich nicht. Oh, Mann. Hä? Wo muss ich jetzt hin? Hallo, Freunde, könnt... Hallo? Nee. Hm, Moment mal. Ich bin hier am Anfang direkt schon wieder mal verwirrt. So, geh mal dahin. Ich weiß ja nicht, wo ich hier hin muss. Ha? Nee, nicht wieder... Ah, nicht wieder runter. Was machst du denn? So, wo komme ich denn hier raus, ey? Hier geradeaus. Hä? Bin ich jetzt doof? Ich bin irgendwie doof, kann das sein? Moment mal. Ne, ich kann hier nirgendwo raus. Da oben ist auf jeden Fall was. Ah, Moment, ich glaube, ich hab's gefunden. Aber da komme ich irgendwie nicht direkt hin. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden, ja. Ah, Mann. Ich muss ja hoch. Ja, tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist, aber... Ja, keine Ahnung, das Level ist halt so konzipiert. Und ich spiele es halt zum ersten Mal. Und deshalb, ja, kann ich das nicht wissen, wo es hier hingeht. Hä? So, probier dich mal da festzuhalten. So, ich glaube aber, ich habe es schon geblickt, wo es ist. Da hinten. Genau, da. Da ist es, glaube ich. So, genau hier. Ja, ja. Oh Mann. Und hier ist auch direkt der Gegner hinter. Ja, ich hab's gefunden. Sehr geil. Okay, alles klar. 85. Alter, was? Ich sehe hier niemanden. Ich sehe hier niemanden. Das ist doch spooky, ey. Oh, ist das scary hier. Oh. Da! Und... Ah, das sind diese Kürbisköpfe hier. Ah, ich verstehe. Sehr geil. Okay. So. Ah, Geld. Sehr geil. Das probiere ich gleich mal aus. Das ist ja dieses Ding für... Ah, hier komme ich her. Alles klar. Ah, hier muss ich weiter. Hier runter dann wahrscheinlich. Ah, ich habe noch eine Waffe bekommen. Okay. So, dann gehen wir so. Puh. Oder wo bin ich? Hä? Ist hier... Hä? Einfach mal so ein Loch. Toll. Okay. Hä? Moment mal. Irgendwo hier muss das doch sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier? Ah, okay. Ja. Auf die Karte gucken hilft wirklich. Ah! Schaut mal, ich bin draußen und sehe da unten direkt einen. So, ja. Dann. Oh, das war geil. Die Rolle war gut, ey. So. Ja, wenn man. Oh. Ah, das ist hier dieser scheiß Bär da hinten. Den kann ich nicht killen. Oh Gott, von. Weg hier. Oh Gott. Kommt der jetzt hier hin noch? Nee, okay. Nee, da hoch muss ich eigentlich nicht mehr. Ich muss an den Bären vorbei, glaube ich. Och Leute, hört doch auf, mir einen Bären aufzubinden hier. Ja, ich weiß. Der Spruch war scheiße. Egal. So, dann lasse ich mir jetzt keinen Bären aufbinden. So, und gehe dann einfach mal hier... Oh, wie soll ich denn einfach an dem vorbeikommen? Der entdeckt mich doch hier. Oh Gott. Der entdeckt mich doch. Oder? Oder? Nein! Ah, fuck. Ah, scheiß Bär, ey. Oh Mann. Ist das hier ein... Pff, was? Alter! Hau ab! Was machst du denn? Drecksvieh. Alter. Ne, wie soll ich denn an die... Ah. Ah, ich erinnere mich. Ich muss andersrum hier rein. Ja, du kannst mich nicht finden. Ist okay. Der ist bestimmt hier. Ah! Der Bär ist jetzt da unten. Oh Mann, was? Was soll das denn? Ist das dieses Drecksvieh da unten?
Dann kill ich den mit dem Blasreus. Besondere Situation erfordern besondere Mittel. So. Okay. Drecksvieh, ey, wirklich. Scheiße. Ah, toll. Er hat die Leiche entdeckt. Was soll ich jetzt mit dem Vieh machen? Den kann ich noch nie im Leben killen. Und ich habe kein Dings mehr. Der hat mein Geld geklaut. Hallo? Was will ein Bär mit meinem Geld? Damit kannst du doch gar nichts machen, du dummes Vieh. Damit kannst du doch nichts machen. Was willst du mit meinem Geld? Oh Mann. Ah, geh schnell hoch. Lass den mich entdecken, ist scheißegal. Ja, komm. Ist egal jetzt. Ich will nur hier hoch. Wo muss ich hin? Oh, da kann ich... Ah, ich verstehe. Moment. Nicht darunter, sondern dahin. Geh mal dahin. Genau hier. Hier ist hier drüber. Ah, sehr schön. Oh. Oh Mann. Ich weiß, welche Stelle das ist und ich mag's nicht. Hier diese scheiß Abgrundstelle. Oh Mann. Nein, bitte nicht, ey. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ey. Ja, hier muss ich aufpassen, ja, ja. Geh lieber mit Kletterhaken. Ist sicherer auf jeden Fall. So, dann dahin. Oh Mann. So, Kletterhaken. Ne, ich mag diese Sprünge hier nicht. Wenn ich die verkacke. Oh. Hab ich einen Gegner gesehen? Ne. Wenn ich diese Sprünge hier nämlich verkacke, dann. Ah, oh, da unten ist ein Heiltrank. Spring! Oh Mann. Da unten ist ein Heiltrank. Da unten geht's auch rein, okay. Ah, da unten ist der Gegner. Okay. Geh erstmal da drauf. Weil es ist sicherer. Das ist sicherer. Komm. So, und dann so. Und dann nach unten gucken. Und da kommt dann gleich der Gegner. Hier unter mir. Genau. Nein, er steht... Ah, Penner! Scheiße! Wichser! Mann, ich dachte, der hat sich umgedreht, ey. Fuck. Aber egal, ich habe immerhin wieder einen Heiltrank. So. Ist hier irgendwas? Hier muss ich sowieso nicht hin, ne? Fuck. Ah, egal. Kann ich nicht direkt da hoch? Oh Mann, komm jetzt. Mach keine Scheiße. So. Uff. Oh Mann. Und... Ich hasse diese Stelle, ey. Und wie soll ich das jetzt machen? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich da denn jetzt hinkommen? Wie soll ich da hinkommen? Moment mal. So, da muss ich ja eigentlich... Oh Mann. Den da so hinschmeißen. So, und? Geht das? Nein! Ah! Fuck! Oh, scheiß Abgrund! Ah. Oh, das sieht... Da hängt der Kopf von ihm, okay. Mission failed, ja. Yeah. Like all this, the sun has set, with darkness all around me, just one difference I see tonight. The sun will not rise in the morning. Ja. Ich wurde wieder entdeckt. Und auch, ja. Ich bin gerade ein bisschen perplex wegen diesen scheiß Abgründen. Ich würde mal sagen, bis gleich, ja. Ja, los zusammen, da bin ich wieder. Oh Mann, das war ja wieder so klar, dass ich hier mindestens einmal wieder runterfalle, ne? Ah. Egal, ich hab's jetzt nochmal nachgespielt, hab wieder genau das gemacht, was auch vorher im letzten Video, im Video so war. Und ja, ich bin jetzt mal konzentriert hier bei der Sache, weil das Level, das ist sehr anstrengend. Ich wusste es, dass ich ja mindestens einmal runterfalle. Es war wieder so klar.
Das war wieder so klar, ey. Ist aber auch ein Dreckslevel. Also wirklich. Ah, ich glaube hier, ne? Ja. So, was ist das? Das probiere ich jetzt mal aus. Oh! Oh, geil. Okay. Das ist ja geil. Das ist quasi auch ein Free-Kill. Ich verstehe, das ist also so ein Blasrohrersatz. Geil. Okay. Das sieht stylisch aus, auf jeden Fall. Ah, da unten ist ja nichts. Ja. Ja, wie gesagt, also es war sehr ärgerlich, was ich da verzapft habe wieder. Ah, die gehen so komisch. So. Und yes! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Alter Schwede. So, das war richtig knapp gerade. Na, jetzt bin ich wieder hier bei diesem Scheiß. Aber Moment mal. Hier oben war doch auch noch was. Moment, da war noch so ein Durchgang. Da gehe ich nochmal hin. Aber da war, glaube ich, nur ein Abgrund hier, ne? Wir müssen jetzt halt genau den Weg andersrum laufen, wie mit Rikimaru und Ayame. Also wir kommen von draußen und müssen rein. Bei Rikimaru war es ja so, wir kommen von drin und wir müssen raus. So, der nächste ist bestimmt hier unten. Ja. Okay. Okay. Nun, yes, geil. Sehr schön. Und brech ab. Brech ab. Weil hier ist irgendwo noch einer. Tut mir leid, wenn ich jetzt die Kill-Szene abgebrochen habe, aber ich hab Schiss, dass hier noch einer ist. So, also. Ja. Kreis oder R1? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, hier ist der Abgrund, ne? Hier ist der fucking Abgrund. Ja, ja. Hier gehe ich nicht hin. Lass mal. Ah, genau. Ja, ich erinnere mich an die Stelle. Hier war ich doch schon mal. So. Gehen wir wieder hoch da und wieder raus. So. Oh, ja, Techu. Wie gesagt, also ich weiß, ich kann den nicht einordnen, ob der jetzt gut oder böse ist, aber ich glaube mal gut. Ne? Die werden doch keinen bösen Charakter hier einführen, oder? Oh Mann, okay. So. So, dann. Da hinten ist bestimmt ein Gegner, aber das ist mir erstmal egal. Ich will nicht runterfallen hier. So. Da. Oh Mann, der kommt. Nein! Warum? Warum? Warum hat er sich da nicht runterge... Oh Mann. Jetzt... Mach das, halt dich da fest, Mann! Was macht der? Warum hält er sich nicht fest, Mann? Oh, schon wieder runtergefallen. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, nochmal nachspielen. Das ist doch ein Abfuck, wirklich. Okay, Freunde. Gut, ich werde es nochmal nachspielen. Und dann würde ich mal sagen, bis gleich. Ja? So, hallo zusammen. Ja, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder hier an dieser Scheißstelle und laufe jetzt einfach hin und kill den. Bevor der sich umdreht. So, weg mit dem, ey. Mann. Ja, wie gesagt, ich habe nachgespielt. Ich will es nicht nochmal nachspielen. Also ich habe jetzt wieder eine halbe Stunde gebraucht, um das nachzuspielen hier. So 80 Geld. Und hier ist kein Abgrund, okay? Oh, ich bin fast da. Okay, krass. Dann geh einfach mal da runter. Ich bin da, was? So schnell? Okay, krass. Where is he? Ah. Wir müssen ja diesen Ganda finden, oder wer? Well, well. What have we here? What? Nein. You're coming with us. We need to talk. Wer ist das? Den kenne ich gar nicht. So schnell vorbei? Was? Was? Oh, Professional, immerhin. Moment, Professional, ja. Hä? Das ging jetzt aber schnell. Gut, okay. Ja.
Time-Bonus. Aha. Okay. Ich habe irgendwie 220 Gold bekommen für keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay, auch nicht schlecht. Jo, dann war es das also schon mit dem Level. Das ging aber schnell. Ich hab... Ja, weiß nicht. Es ist... Halbe Stunde Level, ja. Okay. For Teshu, it was a big surprise to see Jinnai, a former member of Muzen, the same underground organization that Teshu belonged to. When Teshu awoke, he was in a prison cell. All of his tools for his midnight job were confiscated. Teshu must get his tools and escape. Ah, wir wurden also gefangen genommen und wir müssen entkommen. Von irgendeiner Untergrundbande. Ja, gut. Ich habe hier 23 davon. Was ist denn das, ey? Keine Ahnung. Throwing Needle. Ist wahrscheinlich so wie der Shurikens bei Ricky Maro. Die sind geil. Die nehme ich mir immer mit jetzt. Hätte ich die mal bei Ricky Maro benutzt, ne? Naja gut, Freunde. Das wär's dann mit diesem Level. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich über Likes oder Abos oder Kommentare freuen. Und ja, dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt mal zusammen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Ciao, ciao.